Wir sind hier am Niemalder Ausbau und wurden alarmiert um 21.39 Uhr etwa zu einem Brand Hecke Baum. Rausgestellt hat sich, damit wir einen Gebäudebrand haben auf ca. 300 Quadratmeter. Es ist ein leerstehendes Gebäude von ca. 10 x 30 Meter und mit 2,5 Etagen. Wir haben hier das besondere Problem, damit wir drei Zwischendecken haben. Einmal aus DDR-Zeiten eben Tondecke, die mit Holz verschalt sind. Dann haben wir 75 cm Dämmung drin, haben dann wieder eine Zwischendecke und dann nochmal das große Problem, dass die Wellasbestplatten eben direkt auf eine Holzbalkendecke nochmal zusätzlich verschalt worden ist. Unser großes Problem ist, dass wir einen ganz engen Aufstellort haben, nur mit einer Drehleiter arbeiten können, rückseitig vom Gebäude nicht rankommen und eben genau in zwei Zwischendecken eben die Brandausbreitung haben und definitiv jetzt momentan nicht rankommen. Bitte, wenn ist man da wichtig. Jetzt oben haben wir das Problem, damit die Wellasbestplatten jetzt gerade in unserem Bereich jetzt sich das die Brandausbreitung bei uns hinzieht und wir jetzt hier ein bisschen beiseite gehen müssen wegen eben den Wellasbestplatten. Und damit uns halt nichts passiert. Ne? Lupst. Mehrschichtig aufbauen.